Ja, Hein hier. Wir sind gerade in Erfurt. Ja. Und dann würden wir jetzt Ihren Patienten abholen wollen. Ich bin 82 Jahre alt, Zustand nach Sturz, hat eine Rippenserienfraktur, sodass ich ihn jetzt intubiert habe. Natürlich, je länger so ein Zustand anhält, neben dem Blutverlust, der ja nach innen auch dann ist, kann das dann irgendwann zur Verschlechterung des Patienten führen und auch lebensbedrohlich werden. Ne? Und dadurch, dass er selbst im beatmenden Zustand mit hoher Sauerstoffkonzentration auch noch nicht die ausreichenden Werte hatte, war das schon eine dringende Sache und war durchaus berechtigt, da den Hubschrauber anzufordern, damit die Strecke dann auch schnell bewältigt werden konnte. Was natürlich in dem Einsatz speziell war, er hatte sozusagen eine Lungenverletzung, wenn man es jetzt mal grob beschreiben würde. Und der Patient ist dann auf dieser Station über den Tag schlechter geworden von seinem Allgemeinzustand, hat schlechter Luft bekommen. Und dann hat man diese künstliche Beatmung eingesetzt. Aber es war schon so, dass man gesehen hat, da stimmt noch was nicht und da muss eine Operation helfen. Aber das konnte halt nur in diesem anderen Krankenhaus geschehen. Ja, wir gehen in Luftung 120 Grad rein, Fluglastungsklasse 1 aufs Dach und LDP bei 500. Mein Name ist Thorsten Schamm, ich bin 52 Jahre alt und hier beschäftigt als Pilot auf dem Christoph Sachsen-Anhalt, dem 24-Stunden-Intensivtransporthubschrauber für das Land Sachsen-Anhalt. Genau, hier unten haben wir noch einen Hubschrauber, da stehen wir dann. Ja, hab ich. Und der andere steht weiter vorne, der nicht beleuchtet ist. Genau. Wir fliegen rein auf Sicht, das heißt sehen und gesehen werden. Da, denke ich, liegt mit die größte Gefahr. Einfach, dass es zu einer Kollision mit einem anderen Luftfahrzeug kommen könnte. Vor kurzem in relativ großer Höhe, in 3.500 Fuß. Das sind around about 1000 Meter eine Begegnung mit einer Drohne, die uns quasi opposite, also genau auf Gegenkurs begegnet ist. Da hat der Kollege und ich uns auch verwundert angeschaut. Und das Problem bei diesen Drohnen, auch in großen Höhen, die sind auch für einen Radarlotsen auf dem Radar nicht sichtbar. Also selbst da kann der Fluglotse uns keine Informationen, keine Ausweich- oder Gefahrenmeldung geben, weil die nicht sichtbar sind. Aber ein Hubschrauber, der in der Höhe von 1000 Meter bei einer Geschwindigkeit von 240 Stundenkilometer von der Drohne getroffen wird und der Pilot wird handlungsunfähig, würde ich behaupten, gibt es für die Insassen keine Überlebenschance. So, haben wir alles? Perfekt, dann fahren wir. Hauptsache, wir haben uns, ne? Ja, genau. Wir landen auf bekannten Landeplätzen. Wir kennen die Hindernislage, der Hubschrauber steht sicher und die größte Zeit besteht darin zu warten. Will jemand ein paar Aufkleber haben vom Hubschrauber? Komm mal, ja. Eins, zwei, guck mal, die schenke ich dir, ne? Guck mal, und für dich auch. Zwei Aufkleber, ne? Warte mal, Thorsten. Genau, lass stehen so. Eine Verlegung für einen Patienten ist immer eine risikobehaftet, weil in der Regel sind das Patienten, die wirklich sehr schwer krank sind. Ja, man nimmt ihn aus dem geschützten Umfeld, aus der Klinik raus, dort an Geräten, an Medikamentenversorgung. Der Patient, wenn er umgelagert wird, dann schießen die Blutdrücke hoch und runter. Und das muss man ganz behutsam machen. Also da sind wir schon darauf geschult, dass man das langsam entspannt. Und man muss auch mit dem Team der Klinik, der abgebenden Klinik oder auch der aufnehmenden Klinik gut kommunizieren, welche Schritte wir mal so machen möchten. Ne? So, Sauerstoff geht hinten dran. Ist connected. Beatmung geht wieder an. CO2 kommt. Es ist ein gewisses Risiko, weil wir umlagern, weil wir umkabeln, weil neue Geräte drankommen. Aber das ist in diesen Fällen muss man das in Kauf nehmen. Und es ist durch die ganzen Abläufe. Er war gestürzt, hatte sich eine Serienfraktur zugezogen. Also es sind eine Verletzung von mehreren Rippen, die nebeneinander liegen auf einer Seite. Darunter hat es dann in den sogenannten Pleuraspalt eingeblutet. Und das kann aufgrund einfach der raumfordernden Wirkung dieses Blutes dann irgendwann so sehr die Lunge zusammendrücken, dass die Aufnahme von Sauerstoff dann dadurch eingeschränkt ist. Und der Patient hat aber gar keine große Wahl. Er muss in ein Zentrum verlegt werden, wo die Verletzung dann spezialisiert behandelt werden kann, wenn das andere Krankenhaus das gar nicht anbietet.
Warte. CO2 kommt, Beatmung läuft. Okay, langsam raus. Ja, ja, aber noch nicht voll, ne? Ja. Okay, jetzt mal stopp. Okay. Was wirklich zum Tragen kommt, ist das absolute Teamwork. Man hat ja jemanden, der ist spezialisiert auf die Luftfahrt, auf die technische Seite. Dann haben wir unseren Hemstissi, Notfallsanitäter. Der ist dabei und ist zwar der Mittler zwischen den Welten, der medizinischen Welt und der Luftfahrt. Der bedient sozusagen beide Seiten, hilft mir aber natürlich auch an der Einsatzstelle. Und dann ist es so, dass wir dann im Team für unsere Patienten das Beste rausholen können. Bis nachher. Tschüss. Das ist einfach schön, das mitzumachen und in diesem Team dann, sag ich mal, für alle Seiten erfolgreich auch zu arbeiten.